Ein Spieler, der nicht den Ball hat, muss gemäß Regel einen adäquaten Raum und die entsprechende Zeit gewährt bekommen, um einem Kontakt auch ausweichen zu können. Diese Vorgabe von Zeit und Raum gilt im übertragenen Sinne auch für die vorliegende Aktion, denn Gelb 23 bewegt sich rückwärts, zuerst seitlich und dann auch nach hinten in den Lauf- bzw. Sprungweg des Rebounders Schwarz 5. Durch seine Bewegung in die Bahn von Schwarz 5 verkürzt er Zeit und Raum für den Angreifer. Dieser fixiert erkennbar den Ball auf dem Ring und kann damit auch dem Kontakt nicht mehr ausweichen. Die Verantwortung für diesen Kontakt liegt beim Verteidiger. Der Lead-Schiedsrichter hat hier richtig entschieden. Grundsätzlich muss immer die Ursache eines Kontakts ergründet werden. Hier die Verantwortung für den Kontakt. Und es darf zunächst nicht das Ausmaß der Reaktion zum Gradmesser einer Entscheidung gemacht werden. Auch wenn vom Erscheinungsbild diese bei der vorliegenden Aktion natürlich viel dramatischer ausfällt. Es sei erwähnt, dass die Entscheidung anders zu beurteilen wäre, wenn Gelb 23 lediglich einen Schritt in die Mitte gemacht hätte und nicht auf den Rebounder zu. Der dann initiierte Kontakt hätte ein Foul des Rebounders zur Folge. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.